Tja, einmal im Monat gibt es meine Buchvorstellung. Heute habe ich Bücher mitgebracht, die ich vor langer, langer, langer Zeit schon gelesen habe. Das waren so die Bücher, die mich auch wach gemacht haben, wachgerüttelt haben, die mir ganz viel Informationen gegeben haben und die ich euch jetzt mal vorstellen möchte. Natürlich habe ich mal wieder ein Buch mitgebracht von Klaus Leitzmann. Er hat es zusammengeschrieben mit Markus Keller, der mittlerweile auch Professor ist. Markus Keller im Übrigen ist schon lange auch Veganer, aber die beiden haben in den 90ern oder sogar in den 80ern schon ein Buch geschrieben über die vegetarische Ernährung. Und ich fand es einfach extrem faszinierend, was die geschrieben haben, auch vor allen Dingen über die Entwicklung, also über die Evolution von uns Menschen. Also eine ganz tolle Abhandlung auch über die Geschichte zum Thema Vegetarismus, weil dazu gibt es ja auch einiges zu sagen. Also wenn ihr euch da ein bisschen einlesen wollt, dieses Buch kann ich wirklich einfach nur empfehlen. Außerdem ist es ja von meinem Lehrer, von Klaus Leitzmann, geschrieben, mit Markus Keller zusammen. Ja, ein anderes Thema, Zähne. Die faszinieren mich nicht nur, sondern sie sind auch Bestandteil meiner Arbeit. Ich frage nämlich die Patienten, ich gucke jetzt gerade auf meinen Stuhl, der jetzt leer ist, wo die Patienten immer sitzen, frage ich natürlich immer nach ihrer Mundgesundheit. Und ich frage natürlich auch, haben sie Füllungen? Haben sie Füllungen, die irgendwie etwas silbrig sind? Könnte das Amalgam sein und so weiter? Amalgam ist ein Riesenthema. Es ist immer noch ein Riesenthema, weil es immer noch verarbeitet werden kann. Amalgam mit dem Inhaltsstoff Quecksilber ist hochgiftig, bin davon absolut überzeugt, dass es für uns Menschen überhaupt nicht gut ist. Und ich habe auch schon gesehen, welche Auswirkungen erhöhte Quecksilberspiegel bei den Menschen haben und wenn man ausleitet, wie wesentlich besser es ihnen geht. Und da hat ein Kollege von mir, ein Kollege, den ich wirklich sehr mag und auch sehr verehre, weil er einfach ganz, 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 ganz viel Wissen hat. Ich wünschte, dass er mehr Zeit für sich selbst hat, aber der ist so unterwegs, weil er so viel zu sagen hat, dass er gar nicht zur Ruhe kommt. Er ist einfach gut, weil er gehört zu diesen Leuten, die gucken sich einmal was an und dann behalten sie es. Also der hat wirklich ganz viel Wissen und dadurch ganz viel Zusammenhänge und er hat ganz viele Bücher geschrieben. Ein Buch von ihm, ja, war schon ziemlich heftig gut. Das Buch heißt Amalgam. Risiko für die Menschheit. Es hat auch was mit seiner eigenen Geschichte zu tun, also von daher ganz, ganz spannendes Buch. Und wenn ihr noch Träger von Amalgamplomben sein solltet, lest dieses Buch, weil dann habt ihr so viele Argumentationshilfen auch in der Hand, wenn ihr zu eurem Zahnarzt geht, der euch bestimmt sagt, was ein Unsinn, wenn sie die jetzt schon so lange drin haben, das macht überhaupt nichts. Mit jedem Kauakt reibt sich einfach diese Füllung ab und es geht etwas von diesem Quecksilber in den Körper und vor allen Dingen ins Gehirn, weil das nämlich die Barriere zwischen Hirn und normalem Körper unterbricht oder durchbricht. Die Blut-Hirn-Schranke durchbricht einfach dieses Quecksilber und das braucht kein Mensch. Ja, und dann Thema Epigenetik, dass wir mit unserem Lebensstil, mit unseren Gedanken, mit unseren Bewegungsabläufen und auch vor allen Dingen mit unserer Ernährung unsere Gene beeinflussen. Das habe ich wundervoll gelesen vor vielen, vielen Jahren in dem Buch von Bruce Lipton. Er hat nämlich geschrieben, die intelligenten Zellen. Und es geht hier in diesem Buch, wie Erfahrungen, unser Leben, unsere Lebensweise, unsere Gene steuern. Und das ist extrem spannend. Ich weiß noch, bei diesem Buch habe ich es gleich zweimal gelesen, weil ich war völlig, völlig begeistert. Es war genau zu der Zeit, als es darum ging, ja, jetzt sind die Gene entschlüsselt und wenn wir die entschlüsselten Gene haben, dann wissen wir, wie Krankheiten entstehen und was wir dagegen tun können.
Und genau zu dieser Zeit habe ich dieses Buch gefunden und ich fand es so spannend, weil es einfach eine ganz andere Sichtweise auf diese ganze Genentschlüsselung und auch auf die ganze Gentherapie wirft. Und deswegen kann ich euch einfach nur empfehlen, lest dieses Buch. Ja, danke fürs Zuschauen heute. Vielleicht habt ihr Lust, das eine oder andere zu lesen. Würde mich freuen. Wenn ihr noch ein gutes Buch habt, schreibt es unten in die Kommentare. Natürlich freue ich mich über eure Daumen nach oben. Ich freue mich natürlich auch über darüber, dass ihr den Kanal abonniert und dass ihr ihn teilt. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr Gutes für euch tut, damit Gutes für die Welt tut und ihr gesund bleibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.